Hallo, willkommen zurück. Wir gehen in den Golem-Turm, um irgendwas zu machen. Ich muss gegen ein Holzkonstrukt kämpfen. Das ist ja lächerlich. Oder? Das ist alles, was ich machen muss. Komisch. Nee. Komm, mach voran. Mach voran, mein Freund. Das ist alles? Hut mit Pelzbesatz. Wen interessiert das denn? Das war jetzt schon eine Quest. Dann war das ja voll die Anfängerquest hier, wa? Oh, danke vielmals. Das ist... mein Projekt läuft nicht. Ein aufgeladenes Zahnrad. Ein Urwerk-Golem weiter oben müsste eines haben. Würdest du es für mich holen? Sie sollen ziemlich harte Brocken sein. Sei also auf der Hut. Kein Problem. Ah, ist ja interessant. Ich kann mich so nach oben kämpfen. Ach, ich muss den jetzt besiegen, um dann eins weiter nach oben zu kommen anscheinend. Interessant. Ah, das könnte ja doch noch hier ganz spannend sein, oder? Uhrwerk-Golem, den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Da gibt es dann auch nämlich direkt schon 45 Erfahrungspunkte für mich. Schon etwas mehr. Hä? Ach, der hat 95. Ach, wie ärgerlich. Oh Mann. Bah, wie ekelhaft sich das anhört. Als würde der dahin kotzen. Ach Mensch, wie ärgerlich. Ich kämpfe doch nur gegen so einen hier. Ich mach voran. Toll. Guck mal, wie viel ich jetzt schon abgezogen habe. An Energie. Doof, oder? So. Jetzt wird es langsam hier ein bisschen klarer alles, wie das hier läuft. Warum ist der Kreis lila und der andere rot? Was hat es zu bedeuten? Oha, 105. Pass auf, ich passe, damit ich mich gleich aufladen kann. Mit neuer Energie. Der zieht mir aber unheimlich viel ab, muss ich schon sagen. Ja, super. Guter Zufall. Weil die Energie brauche ich ja gleich im nächsten Raum nochmal. Und inzwischen sind die 400, die mir die Tante auffüllt, gar nicht mehr so viel. Ne? Am Anfang hat es ja locker gereicht. Aber die Hitpoints steigen doch rasant bei jedem Levelaufstieg. Muss ich sagen. So, also, jetzt machen wir den gerade hier mit. Ne, der hat 95, 85, 80, 80, 85. Ja, dann nehmen wir den hier. Machen kaputt, Junge. Gut. Grobgarnschuhe brauche ich nicht. Was ist das? Man weiß es nicht. Uhrwerk-Golem. Auch noch zwei direkt. Na gut. Dann...
dann sehen wir mal, was wir hier zu bieten haben. 135. Hier hat sich insgesamt auch nichts geändert. Ja. So. Number One wird kaputt gemacht. Energie neigt sich dem Ende. Das ist nicht so toll, muss ich sagen. Aber ich hoffe, die hauen jetzt hier alle richtig auf die Kacke. Critical Hit, please! 103, scheiße. Oha. Jetzt muss ich schon auf meiner Unterlippe kauen. Ja, dann nehmen wir doch hier die Donnerschlange. Die ist am besten, ne? Die ist wirklich mit ab... Nein, ich werd bescheuert. Ach, jetzt... Ich werd doch jetzt nicht wegen so einem blöden Kack hier, kaputt gehen, oder? Noch 53, ey. So ein Ärger. Eigentlich völlig läppisch, dieser Kampf. Ich bekomme auch nur 45 Erfahrungspunkte dafür. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so anstelle. So, auf ein neues. Gut. Erledigt. Aufgeladenes Zahnrad nicht bei Uhrwerk Golem gefunden. Ach, ich muss weiter. Oh, wie ärgerlich. Ach so. Oha, ich glaube, diese Quest werde ich verlieren. Sehe ich gerade so. Dieses Schwein, es fliegt auch die ganze Zeit so sinnlos neben mir her. Dann werde ich hier wahrscheinlich abkacken. So ein Ärger, oder? Leute, ich bin wohl noch nicht so insgesamt bereit. So, dann werde ich jetzt passen. Und hoffe, dass in der nächsten Runde ich mich aufladen kann. Oh Mann. Ja, sehr gut. Bitte. Ja, Glück gehabt. Alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Wenn ich keinen... darf ich mich jetzt bitte auffüllen? Nee, das ist nicht fair. Oh, jetzt bin ich kaputt. Ich bin kaputt. 165. Och, ich werde von diesen Pippi-Männern kaputt gemacht. Na klasse, ey. Nö, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, jetzt muss ich erstmal zum Merle Ambrose gehen. Ach, so ein Ärger. Anscheinend bin ich dafür noch nicht gewappnet.
Klar, ich könnte jetzt die Urwerk-Golems irgendwie besiegen, aber spätestens die dritte Quest von dieser Person könnte ich nicht mehr machen. Penny Dreadful aus Marleybone? Oh je, das... Schulleiter Ambrose durchwühlt ein... gefunden. Ihre Anmeldung war in den Fall... Bitte geh zu Penny. Teile ihr mit, dass ihre Anmeldung... Wenn ich noch mehr tun kann, soll sie es nur sagen. Schon ihre Eltern waren hier Schüler. Ich habe diesen Trank extra für Rindenbart gebraut. Der in letzter Zeit war ihm gar nicht wohl. Der Schulleiter gibt dir eine Flasche. Bringe den Trank hinüber zu Rindenbart und schau, was passiert. Merke dir gut, was er sagt. Okay. Aber ich gehe jetzt nicht zu Rindenbart, sondern zu Penny Dreadful. Aber die steht ja noch hier, ne? Sie haben meine Unterlagen gefunden? Oh, vielen Dank. Ich werde deine Hilfe... Hallo. Danke noch einmal für deine Hilfe. Ich bin jetzt an der Schule. Ich muss einen Bericht über die verschiedenen Arten von Untoten... Würdest du gegen die verschiedenen Untoten von Wizard City kämpfen und mir dann berichten? Hier sind die Fragebögen. Bitte füll sie nach den Kämpfen aus. Danke. Wie lächerlich, oder? Verlorene Seelen besiegen. Also da bin ich aber doch schon längst drüber hinweg. Aber die stand wahrscheinlich auch von Anfang an da. Die Penny Dreadful. Schon Ärger. Na, was tut man nicht alles? Wo ist denn dieser Typ in Rabenheim? Pass auf. Ach komm, wir machen es gerade. Ach, von mir aus. Wie lästig, oder? Wie viel muss ich jetzt davon besiegen? Ach, eine einzige. Ja, gut. Wenn es denn sein muss. Ist jetzt nicht so spannend. Aber wir machen es halt mal. Komm, Jan, Nachtbaum, ich helfe dir. Novize der Protektion. Och Mann, jetzt mache ich hier voll den Fight mit diesen Viechern, die ich ja schon vor Ewigkeiten, vor gefühlten Ewigkeiten, hinter mir gelassen habe. Ist da jetzt schon wieder ein neuer eingetroffen? Was habe ich eigentlich wieder für verkackte Karten, ne? Gut so. Ach, jetzt muss ich Skelettpirat besiegen. Doch dämlich, oder? Na gut, wir machen es mal einfach. Wir machen es. Back to the roots, sage ich nur. Ne, erstmal nehmen wir das hier mit. 2 Gold. 10, wow. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da einfach mal von Anfang an alles zu erledigen an Quests, damit man später nicht zu diesen Quests zurückkehrt und merkt, boah, die sind ja eigentlich schon überholt für mich, oder? Nein, danke. Als wenn ich dabei Hilfe brauche, Alter. Sehe ich so aus? Bin ich gekleidet wie jemand, der noch Hilfe braucht? Aber meine Verteidigung lässt immer noch sehr zu wünschen übrig.
so besiege Faulfutter in der Tritonenstraße. Genau, in die Tritonenstraße wollte ich nämlich auch mal zurück. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!